Hail to the King! Kniet nieder, ihr Würmer, vor dem amtierenden NXT-Champion, The Dog. Oder, nicht. So, ja, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play WWE 2K15. Mein Gott. Und ja, wir sind Champion. Jeder, der die letzte Folge oder die letzten Folgen verfolgt hat, viel Folgen. Daraus folgen wir, dass wir jetzt hier zum Event gehen. Komm hier. Jetzt, wo du NXT-Champion bist, drehen sich die Leute nach dir um. Oh, Triple H hat mich informiert, dass du deinen Titel diesen Monat jede Woche verteidigen sollst. Ich glaube, er will dich für die größeren Shows prüfen. Alles klar. Na Logo. Und das hier, El Hondero, das ist ein Gegner, den ich nicht mag. Gegen den verlieren wir nämlich immer. Ich glaube schon zweimal oder so verloren. Einmal im Trainingscenter hier und einmal im ersten Match. Ja, oder zwei, ja, irgendwie. Auf jeden Fall haben wir gegen den immer gut verloren. Aber jetzt sind wir Champ. Wir sind der amtierende Champion. Und was soll da schon schief gehen? There's the bell, and here we go. Hey now! Look at these two jockey for position. Oh yeah! A battle of wills now. Aha, er hätte auch einfach einen Move machen können, ne? Aha. Oh, da sind wir auch schon am Start. Wunderschön. Jetzt bearbeiten wir ihn noch ein bisschen auf dem Boden. Sehr gut. So darf es weiterlaufen. Big Food! Vom Dog. Der wirklich Selbstvertrauen getankt scheint hat. Zu getankt scheinen hat, machen tut. Ein Bulldog. So, El Hondero ist schon gut angeschlagen hier und der Bulldog macht hier keine Pause. Er macht hier weiter. Und die nächste Aktion, ein Suplex. Bleibst du unten. Und jetzt geht er auf das Ringseil und setzt nach. Nicht aufhören. Ne, dann hauen wir nur noch einen rein hier. Woo! So, steh mal auf. Ja, ja gut, okay, so können wir, klar, ein Stick, dann drehst du um, ich Idiot. Boom. Aber der Kommentar jetzt von El Hondero. Aber auch wir können hier schnell wieder kontern. Lassen ihn gar nicht erst. Zu irgendwelchen Aktionen kommen. Noch ein schöner Suplex. Wir müssen ein bisschen gucken, nicht dass wir hier unsere Energie wieder aus den Augen verlieren. Oh, wow! Sehr schöner Move. Der Dog ist gut drauf, tankt ein bisschen Energie. Oh oh. Knockdown, what a shot! Ne, wir pinnen jetzt nicht. Wir setzen noch mal zu dieser Aktion an. Oh ja. Oh, sehr schönes Ding. Bum, bum. Und jetzt hoch den Lümmel. Und der Signature. Der Dog Signature. Wir müssen Energie tanken, sonst ist nämlich hier. Hä? Ach, haben wir schon noch die Energie oder was? Ja, dann hauen wir doch den Finisher noch direkt hinterher. Das gibt sogar ein schönes Replay. Bam!
So, das habe ich hier von einem YouTube-Kollegen hier gehört, der Ujigi oder so. Der hat mir gesagt hier. Ja, das Ding ist Ende. Das Ding ist zu Ende. Der hat mir gesagt, die beiden Bumper hinten drücken und schwubbeli-wubbeli kann man auch die Leute mal ziehen. Das ist ganz wichtig, weil das wäre schon wieder ein mögliches Rope-Break gewesen, wenn er das Bein aufs Seil bekommt. So ist das, wenn man einen Gegner covert oder auch in einem Submission, also in einem Aufgabegriff hat, und er kann irgendwie eine Hand oder ein Bein irgendwie ans Seil bekommen, dann muss das Cover abgebrochen werden, beziehungsweise der Aufgabegriff gelöst werden. Nur so für die Leute, die mit Wrestling vielleicht so gut wie gar nichts zu tun haben oder gar nichts zu tun haben, so wie ich. Ein bisschen, paar Prozent. Kenne mich da auch nicht so gut aus. Aber hier die ganzen Leute, die ganzen Jungs hier am Kanal, die Folgen angucken, die wissen Bescheid und wenn ihr also Fragen habt irgendwie, stellt sie ruhig, wenn ich sie nicht beantworten kann, dann auf jeden Fall die Jungs. Ist doch schön. Und wir besiegen hier unseren Rivalen, unseren El Hondero-Gegner. Du hast soeben die NXT Championship verteidigt und einen Bonus erhalten. Mit Gehalt und Verteidigungsbonus beträgt deine gesamte VC für dieses Match 2000 VC. Schön. Da freue ich mich. Und Followers gibt's auch noch dazu. Die Leute wollen den Dog sehen. Woo, woo, woo. Aber grüß Gott, du hast diesen Monat noch 3 Kämpfe vor dir. Alter, diesen Monat noch 3 Fights. Und alles sind Titelverteidigungskämpfe, glaube ich. Man verlangt uns gerade alles ab, aber ist ja auch normal. Ich meine, wir sind der Champ. The Champ of Champs. El Hondero besiegt. Ja, genau. Die News haben wir schon. 282 TP. Ach komm, weißt du was? Nächste Event. Komm, hier, Doppelfolge für euch. Es gibt nur wenige Auserwählte, die behaupten können, ihren Titel 4 Wochen hintereinander verteidigt zu haben. Wenn du das schaffst, bin ich sicher, du bekommst einen Platz im Hauptraster. Super. Adrian Neville. Oh, ich bin gar nicht sicher, weil ich glaube, gegen den haben wir auch nicht gut ausgesehen damals. Oder war das die Wende? Puh, schwierig. Aber gegen den haben wir auf jeden Fall schon mal gekämpft. Habe ich mich über seine Ohren lustig gemacht. Entschuldige mich jetzt. Nachträglich nochmal dafür. So, das ist mein Start. Ja, wir machen ganz schön Dampf. Gefällt mir. Oh ja. Bam. An aggressive shot to the midsection. Aha. Struggling for control. Sehr schön. Wir sind in der Kontrolle, finden den Punkt sehr schnell. Jetzt aber nicht. Ah. Das kannst du vergessen, mein Freund. Big Food. Big Time Impact. So sieht es nämlich aus. Konter von Neville. Und jetzt stecken wir ordentlich ein. Noch ein Dropkick. Und wir machen weiter. Wir lassen nicht nach. Wir hauen alles raus, was in unserem Repertoire ist. Komm auch vom Seil. Aber die gleiche Kombo hat er gerade auch schon gemacht, oder?
Ah. A sharp kick. Ooh. And here is Adrian Neville wreaking havoc. Da kam gar nichts. Ein Reversal beim Whippen und jetzt ziehen wir uns den Burschen doch mal lang hier. Ah. Leider zu spät schon wieder dran. Zu früh? Ich bin gar nicht gerückt. Und der nächste Reversal von Neville. Also jetzt gibt er sich aber gerade echt Mühe, mir auf den Sack zu gehen. Und jeder Konter unsererseits ist wieder viel zu spät. Das sieht nicht gut aus, Leute. Da kommt das Cover. Da kommen wir nochmal raus. Und wieder zu spät. Ja. Schmeiß mich raus, finde ich gut. Ist das ein Finisher gewesen, oder was? Oh, da kommt noch mehr. Oh, da kommt noch mehr! Wow! OMG! Da springt dieser Shitzo über das oberste Seil. Leute, wir verlieren hier gerade unseren Titel. Wir verlieren hier unseren Titel. Ja, klar. Wir machen unseren Signature außerhalb des Rings. Oh! Und legen unseren Finisher nach. Was interessiert uns jetzt, ob wir ausgezählt werden? Hauptsache, der Titel bleibt bei uns. Is going to return to the ring. Nine. And I think he's begging him to bring it. Yeah! Durch Countout! Im letzten Moment haben wir dieses Match gebogen bekommen. Das war hart. 4 Sterne gibt es dafür. Ein unvergessliche Momente, sogar 550 Punkte. Cool. Das war wirklich ein Riesenmatch. 2 hast du hinter dir, 2 kommen noch, die Hälfte ist geschafft, jetzt nicht nachlassen. Diese Titelverteidigungen werden von Woche zu Woche härter. Das ist Mehrzahl. Puh, Leute, das hat mich jetzt aber echt hier ziemlich gefordert. Was für ein verdammtes Match. Nicht schlecht. Okay, ich hoffe, das hat euch auch so gefallen, wie es mir gefallen hat. Es war eine harte Nummer. Dieser Typ hat wirklich arg ausgeteilt und was für ein geiler Suicide-Sprung übers oberste Seil. Ein OMG-Moment von ihm. Irgendwann werden wir das auch im Setup haben und bis dahin ist aber noch ein langer Weg. Und ja, ich hoffe, ihr geht diesen Weg mit mir gemeinsam. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.